Im festen Glauben, seine Armee hätte Theodens Volk in Helms Klamm vernichtet, wähnte sich Saruman in seinem Turm Orthanc in Sicherheit. Doch die Mauern Isengards konnten ihn nicht vor der Vergeltung der Baumhirten und Menschen bewahren. Und in Sarumans Kerkern warteten zahllose wütende Rohirrim auf ihre Befreiung. Während seine Verteidigungswerke giftige Dämpfe speien, entfesselt Saruman seine dunkle Magie. Und weil der Ausgang der Schlacht ungewiss ist, müssen Ents und Rohirrim gemeinsam dem Zorn des Zauberers trotzen. Neue Folge. Die Eroberung. Der Magier. Ja, Speer ist gar nicht meins. Bogenschütze eigentlich nur, weil es ein Elb wäre. Ich nehme wieder mal den Krieger. Sie haben unsere Freunde gefoltert! Stürmt den Eingang zu ihren Gruben! Wir rennen mal vor. Werft das Böse nieder! Nehmt den Grubeneingang! Kann man da ein bisschen mühsam das Richtige? Bogenschützen! Hey, hey. Wir müssen uns mit Magie schützen! Ah, Krieger sind stärker. Ja. Er holt mich weg wie nichts. Erschlagt die Wachen! Stürmt den Eingang! Jetzt haben wir es den freigesetzt erkennen. Das Treffen ist zum Teil echt mühsam. Ja. Wir müssen die Grube nehmen! Schnell! Besetzt den Eingang! Ja, aber ich muss doch das hier erobern, oder? Welchen Eingang besetzen, oder? Jetzt zeigt mir hier die Pfeile an. Ich habe das Gefühl, so schaffen müssen. Nehmt den Grubeneingang! Hey, er ist verstorben. Halt mich einfach weg. Ich bin jetzt irgendwann so Ort her, habe ich das Gefühl. Wir müssen die Gruben nehmen! Schnell! Besetzt den Eingang! Ich weiß nicht, was das Spiel will, genau. So kommen wir runter über das Ding. Wir haben Fuß gefasst! Auf! In die Gruben! Der Hauptmann dort versucht, sie zu sammeln! Bringt ihn zu Fall! Da! Am Fuß der Rampe! Das Schwert allgemein kann zum Brennen bringen. Das sollte durchgehend brennen. Einfach die ganze Zeit der doch, was will ich denn? Versperrt uns den Weg! Fällt ihn! Ich kann ja keinen Kick machen oder so. Wenn er abwehrt, ist nichts zu machen. Halten wir das. Der Feind ist tot!
kommen an diesem Hauptmann nicht vorbei. Er versperrt den Weg in die Gruben. Jetzt ist er abgefährt. Geht das als Versuch? Was ist das? Kann ich das zerstören? Nein, schade. Vernichtet den Grubenhauptmann! Lehrt sie das Fürchten! Heilt ihr, aber ich habe keine Magie, die mich heilen. Wie soll ich das? Das sind meine Heiler eigentlich. Ich habe keine Magie. Wo ist es so? Ohne drauf zu gehen, schaffen. Aber mich heilt der Ohrkaufmann versperrt uns den Weg! Fällt ihn! Ja, das ist verdammt mühsam. Das zweite Spiel ist auch einer der Magier, aber allein mit dem Magier habe ich auch keinen. Ja, müssen wir halt Magier spielen. Da kommt es mir zwar recht. Du solltest kennen, was das macht. Hallo. Vernichtet den Grubenhauptmann! Lehrt sie das Fürchten! Wir kommen an diesem Hauptmann nicht vorbei! Er versperrt ja, den ja. Weg in die Gruben! Irgendwie der Magier blockiert es, wenn natürlich nicht kein Schwert hat, dann ist er drum, oder? Das ist der Scheiße, der ist gut gegen mich. Dann müsste ich einen Ball auf den Magier machen. Er ist tot. Ein Glück. Sarumans Maschine speit tödliche Flammen. Zerstört dieses Höllengerät. Das ist das Problem. Das ist wirklich nicht für Einzelspieler gedacht. Ja, kein Magier im Team. Niemand ist ein Magier, der mitkommen und Heilung übernehmen könnte. Da kann ich wegräumen, das ist nicht... Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Kriegt man das? Das ist ja so unbehäbig. Jetzt macht er es, aber er ist... Verbrennt! Er weiß doch nicht wie. Ah. Ja, dann muss ich zuerst hier wieder wegmachen. Dann zaubern. Das Kind wieder heilt. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie!
Schick mit dem ein Zauber gebraucht ist für zu heilen. Steuerung und alles ist unter alles. Wird da von einem Magier angeschossen. Von hinten. Jetzt gibt es keinen Schaden mehr. Es gibt keinen Schaden mehr, neuerdings. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Viele werden leben. Nun, da Sarumans Maschine zerstört ist. Scheiße. Wir könnten ja beide Kampagnen machen. Wir müssen zuerst mit den Guten, dann mit den Bösen, aber. Kommt er natürlich unten vor, wenn ich hier durchgehe. Genauso leicht wie Fliegen. Du wirst uns natürlich nicht mehr vergiften, Wurm. Wir bringen deine gespaltene Zunge zum Schweigen. Törichte Taten verdienen keine Gnade. Schon wieder tot. Was los? Was los? Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Schlangenzunge muss sterben. Nicht gewonnen, denn jetzt ist Roman wütend. Der Verräter Schlangenzunge ist nicht mehr. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Jetzt haben wir auf einmal so einen Magier hier. Jetzt ist einer da. Jetzt wird ihn noch abgerührt von einer Explosion. Der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Boden. Sucht ihn! Offensiv, ich weiß nicht, müssen wir zurückhalten. Dann sind wir im Helms-Klamm-Modus, dass wir möglichst schnell eingreifen, aber es könnte natürlich auch dumm sein. Der kann alles abwehren. Findet den Schlüssel und bringt ihn zu Baumbart auf der Rampe. Gehst weg, dass er seine Deckung auflöst. Dann macht er einen mega. Sobald ich ihn in dem macht er nur noch Abwehr. Dann hat er alle Richtungen, wird dann er ab. Ja.
Der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Boden. Sucht ihn! Ich komme ja nicht her. Dann verrecke ich wieder, wenn ich vorausgehe. Es ist jedes Mal dasselbe. Es wäre so cool, wenn mich ein Magier begleitet und mich überträgt. Und bringt ihn zu Baumbart auf der Rampe. Verrecken? Ich verrecke einfach instand. Ein Uruguay-Bogenschütze abgeschossen, der Top. Ich denke, meine Leute werden eher gern weniger. Meine Gegner. Der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Boden. Sucht ihn! Vom Bogenschütze wird ich immer weg von dir. Dann müsst ihr eben auch Fernkämpfer und mich unterstützen gegen dich oder Magi. Kai ist Schrott im Fall. Deine eigenen Leute unterstützen dich nicht. Tot. Findet den Schlüssel und bringt ihn zu Baumbart auf der Rampe. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Wir haben Gott, kaum noch Soldaten. Scheiße. Das kannst du nicht wirklich, weil die respawnen. Man sieht sie hier. 4 blaue. Die meisten bleiben zurückstehen und alles voll rote. Schau mal hinten, wo ich eigentlich eingenommen habe. Ich kann einfach allein hier hochgehen. So viele Gegner. Ohne Heiler. Wenn ich jetzt einen Heiler hätte dabei, dann ist hinten auch schon, oder? Ich bin einfach allein hier auf eingeklemmt, zwischen Schaum und Futter. Ich weiß nicht, was meine Leute machen. Fertig, wenn ich nicht die Kamera in den Winkel reinbringe. Kämpft euch nach oben vor! Bringt Baumbart den Schlüssel! Ich säckle jetzt einfach durch, oder? Nein, jetzt rühre es mich noch. Wenn wir noch einen Mann verlieren, war alles umsonst! Der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Boden. Das ist ein Bullshit. Die schiessen Explosivpfeile, der rührt es einfach mehr ab, oder? Was jetzt? Jetzt rücken sie vor, oder? Ich komme immer hinten an. Jetzt auf das Mal kommen sie für den Schlüssel zu holen. Davor ist das nicht gegangen. Das ist doch pure Schreck. Kämpft euch nach oben vor! Bringt Baumbart den Schlüssel! Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das Spiel einen Bug hat. Hin und wieder. Aber wenn ich näher vorrücke, schießt mich hier keinen ab und man sprengt viel.
Ihr habt den Schlüssel! Bringt ihn zu Baumbart! Ich bin stark wie ihr und je. Seid standhaft. Ja, ich drücke. Saruman darf keine Bäume mehr fällen. Findet einen schlafenden End und führt ihn in die Schlacht. Wir heißen euch willkommen. Der Marsch der Ents hat begonnen. Ja. Die Orks in den Türmen schießen mit Pfeilen auf uns. Werfen wir sie um. Helft uns, die Wachtürme zu zerstören. Ein Turm steht vor. Wir müssen die Türen seines Turms besetzen. Der Osten streckt seine Hand nach euch aus. Nehmt die Türen, damit Saruman nicht entkommt. Platz am Fuß des Turms. Der Magier aus sicherer Distanz auf die Schiffe. Entweder braucht ihr um heimer das nicht, was ich brauche. So ein Spiel. Das ist wirklich nicht für alle Spieler ausgelegt. Schnell! Nehmt die Türen von Sarumans Turm! Sie halten sich schon schnell verstanden. Der Osten streckt seine Hand nach euch aus. Sie dort hin, wenn sie nicht verbergen. Sie schießen von dort hin und so. Jetzt bleiben sie da hin und schießen auch von dort. Damit Saruman nicht entkommt! Sind die Magier, die ich sehe? Nur die Kamera, die ich nehme. Stellen. Ich sehe schon, wie die Magier sich immer auf Distanz probieren zu halten. Wenn nicht eine Wand hinter ihnen ist, würdest du es nicht. Geht immer weg von dir. Ich bin Gandalf! Banditenpack, zurück in eure Scheunen! Du dringst in mein Reich! Saruman versteckt sich am Ende der Treppe! Sehen. Enttäusch mich! So werde ich es anfangen.
mal gleich, wie es aussieht. Es ist dein Ende. Rufe, oder? Die Treppe ist der einfache Teil. Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Was ich da genau alles kann machen, jetzt zeig mir da. Was ist das? Ist das ein Schutz? Oder heilen ich einfach da drin Leute? Turm und fälle den Verräter Saruman! Ah, da ist... Lass keinen am Leben! Was ist das für eine Kraft da? Warum das jetzt? Saruman sitzt in der Falle. Wir haben triumphiert. Wie ist jetzt das passiert? Wie ist echt das passiert? Hui, ist das eine schlimme Runde gewesen. Seiner Macht beraubt, musste sich Saruman der geballten Entschlossenheit seiner Gegner ergeben. Und am Ende wurde sein Verrat gerecht. Baumbart ist der neue Herr von Orthanc und die Gruben Isengards wurden von Sarumans Horden gereinigt. Doch die Macht des dunklen Herrschers ist nicht gebrochen. Denn Saruman war kaum mehr als ein Bauer, benutzt, um Gondors Grenzen zu schwächen. In Mordor marschieren Saurons Armeen auf, denn dieser Krieg hat gerade erst begonnen.